Leute! Und seht ihr, ich kann wieder reden. Wow, bin ich froh. Das hat jetzt auch voll lang gedauert, nämlich noch bis zum Samstagabend. Da konnte ich immer noch nicht reden und wow, das ist lang. Ich meine, von Montag bis Samstag ging gar nichts. Aber jetzt läuft's wieder. Im Vorab schon mal entschuldige ich mich, weil es gibt zwei Sachen, die ich gleich gestehe und für die ich mich auch sofort entschuldige. Ich bin leider noch etwas verwirrt, also falls ich mich wiederhole oder irgendwas überspringe oder ein Thema, plötzlich Themawechsel habe, tut's mir leid. Und ich bin nicht vorbereitet. Ja, tut mir auch leid, ich habe voll die Zeit verpeilt, weil für mich ist jetzt heute irgendwie gerade mal Montag. Oh Gott, und ich dachte so, als ich auf den Kalender geguckt habe und gesehen habe, es ist Mittwoch. Oh mein Gott, nein, was mache ich jetzt? Und deswegen wollte ich euch einfach mal ein Status-Update geben bezüglich meines Ichs. Klingt irgendwie komisch, ist aber halt so. Ich habe es geschafft, meinen Schlafrhythmus zu drehen. War schwere Arbeit, hat mich lange Zeit gekostet, aber jetzt bin ich tatsächlich einer dieser Menschen, die untertags unterwegs sind. Und schlechter, irgendwie kommt mir jetzt gerade Blade in den Kopf, dieser Film. Da gab es diese Vampire, die waren Daywalker. Und irgendwie habe ich mir gerade dieses Wort in den Kopf gekommen bezüglich mir. Ich war heute unterwegs und habe mir eine wundervolle, oh Mann, immer dieses Wackeln, Wolldecke zugelegt. Weil, und das ist jetzt die schöne Sache, es ist Winter. Oh Gott, es ist Winter. Wenn ihr wüsstet, wie ich darauf gewartet habe, dass es endlich Winter ist. Ich habe den ganzen Sommer Naja, also jetzt nicht wirklich dramatisch zu sein, aber ich habe gelitten wie ein Tier unter diesem furchtbaren Licht. Und jetzt wird es endlich dunkler und ich kann die Natur genießen und ich kann die Vögel singen hören. Könnte natürlich auch unsere Heizung sein. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, dieses Pluppergeräusch könnte auch die Heizung sein. Aber ich bin einfach total der Wintermensch. Ich bin froh, dass ich meinen Schlafrhythmus gedreht habe, weil jetzt habe ich sozusagen in meiner Zeit, in meinem Halbjahr, kann ich viel mehr tun. Und dazu gehört einkaufen gehen. Oh Gott, entschuldigt. Ich war heute draußen und jetzt bin ich total platt erstmal wieder. Aber oh, trotzdem dachte ich, ich erzähle euch was. Übrigens, dieses Hemd, das ist ein Niki-Hemd, das kann ich auch immer nur im Winter tragen, weil das ist total dick. Vielleicht sieht man es hier am Rand von diesem Ding. Wartet, mein Zeigefinger davor? Ja, doch schon, könnte ein Finger breit sein. Und ich finde es auch toll, obwohl ich es noch toller fände, wenn es nicht diese furchtbaren Nieten hier hätte. Ich verstehe nicht, was die da sollen, aber... Achso, man steckt da einen Faden durch und dann kann man es ein bisschen zuziehen, damit es nicht so kalt um den Hals ist. Nein, das ist ja toll, die Idee ist mir jetzt gerade erst gekommen. Tja. Ja. Für mich ist jetzt die Zeit, wo ich viel mehr mache, wo ich viel mehr erlebe. Also jetzt beginnt mein Halbjahr. It's your year. Half year. Yay! Ich mache jetzt komme ich zur Kraft und Energie und werde irgendwie so, ich power jetzt gerade voll auf. Also so viel Energie wie jetzt habe ich im Sommerhalbjahr nie. Ich bin jetzt total unternehmungslustig und auch viel lebensfroher. Was natürlich daran liegt, dass man im Sommerhalbjahr immer Kopfschmerzen hat. Das kann einen nicht froh machen. Im Winter ist das viel besser. Also meine Kopfschmerzen haben extrem abgenommen. Meine Müdigkeit
ist jetzt ehrlich gesagt wieder etwas mehr, weil ich bin jetzt schon seit um 9 Uhr wach und jetzt haben wir Arsche spät. Entschuldigung, das ist für das Wort. Ich versuche nicht zu fluchen. Aber es ist wirklich schon etwas später. Ich glaube, wir müssten jetzt so zwischen 15 und 16 Uhr haben. Und ich war ja auch schon draußen und da wird man halt etwas müde. Aber alles in allem habe ich heute einen richtig schönen Tag gehabt. Und für mich fängt ab heute offiziell der Winter an. Weil die letzten Tage war es doch noch ein bisschen hell bei uns in der Nähe. Aber heute war es der erste vom Lichtverhältnis schöne Tag. Und deswegen war ich heute bei Edeka und bei DM. Und habe da eben Einkäufe erledigt. Und es ist jetzt das erste Mal auch in diesem Jahr, dass ich rausgehe, ohne dass ich nach Hause komme und als erstes Mal so richtig Kopfweh habe. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Was mich noch so am Winter so liebe, sind die... Okay, das klingt jetzt irgendwie komisch, ist aber halt auch so. Ich liebe die Lichter. Ich liebe es im Winter, wenn du vor die Tür gehst bei Abend und überall Lichter strahlen. Und das ist einfach so, ja, das hat irgendwie so was, ja, Schönes. Ich liebe auch diese Luft, die ist so rein und sauber und ich liebe es einfach. Ich liebe den Schnee, wenn er so unter den Füßen knatscht und ja. Ich liebe das Geräusch der Heizung, auch wenn es sich schräg anhört. Ich liebe Weihnachten. Ich bin total der Weihnachtsfan. Man wird es nicht glauben, weil wir ein sehr schräges Weihnachtsfest verbringen. Weil ich mag keine Lieder, keine Geschichten und auch sonst nichts. Bei mir ist es eigentlich im Prinzip nur ein zusammen essen, Geschenke austauschen und dann noch zusammen rumsitzen. Aber genau das mag ich halt, weil es so schön ist, mal einfach nur rumsitzen zu können. Man kann das ganze Jahr irgendwas machen, aber rumsitzen und einfach nur zusammen Zeit verbringen, miteinander reden, einfach in der Familie zusammen zu sein, das ist was Schönes. Ja, ich habe irgendwie dieses Jahr... Freue ich mich auch schon total auf den Weihnachtsbaum. Der kommt ja auch noch irgendwann. Wird wieder mal spannend mit dem Umstellen. Da kann man dann wirklich viel rum, müssen wir viel rumwursteln, damit es bei uns in unserer relativ kleinen Wohnung einen Platz für den Weihnachtsbaum gibt. Aber naja, das tut man halt mal für den Weihnachtsbaum. ich freue mich auch schon riesig auf die Weihnachtsmärkte, obwohl ich nie hingehe, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich war eigentlich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr auf einem Weihnachtsmarkt. Aber, ja. Nee, eigentlich nicht. Doch, ich glaube vor ein paar Jahren mal. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber worauf ich mich auch riesig freue, ist auf jeden Fall die ganzen Weihnachtsspeziale im Fernsehen. Oh, die sind immer ganz schön. Ja, und Weihnachtsmann und Co.KG, oh, die Serie, die liebe ich, seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Darauf freue ich mich auch schon. Und auch wenn es die meisten jetzt sagen werden, der nervt doch langsam, der Song, aber ich freue mich auf Last Christmas. Wenn es dann endlich im Radio läuft und man so dieses, man weiß, jetzt kommt bald Weihnachten. Ich freue mich auch drauf, dass ich morgen mit meiner Mom und meiner Grandma einen wunderbaren Weihnachtskranz bastle. Vielleicht ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen, aber ich nenne meine Mutter oder mein Cookie bei jeder Gelegenheit anders. Das liegt damit zusammen, dass ich, seitdem ich ein kleines Kind bin, wusste ich nicht genau, wie ich sie nennen soll. Aber ich durfte sie nie bei ihrem Vornamen nennen. Und deswegen habe ich mir dann immer gedacht, damit es mir nicht langweilig wird, such dir immer andere Namen für meine Mom und mein Dad aus. Und so heißt mein Dad manchmal bei mir Baba, nicht Papa, sondern Baba mit B-B. manchmal Daddy, Daddy-O, Dadschke,
Pupin. weil meine Mom bei mir manchmal Mumin heißt. Deswegen Mumin und Pupin. Cookie und Baba. Wenn ich sie zusammen nennen könnte, so wie einfacher Mom und Dad. Mumin und... Ja, das hatten wir schon. Mumin und Dadschke. Daddy-O. Ich hatte einen Namen, den hatten sie sehr lange, den habe ich jetzt aber gerade wieder vergessen. Naja. Und dementsprechend sage ich auch irgendwie zu meinen Großeltern manchmal anders, mal Oma, mal Opa. Ja, ganz einfallsreich. Entschuldigt. Mal Granny, mal Grandpa, mal Omi, mal Opi. Halt, wonach mir gerade ist. Ja, manchmal nenne ich auch meine ganze Familie beim Vornamen. Einfach nur, weil ich es früher nicht durfte. Ich freue mich auch schon auf die Weihnachtsgeschenke. Ich glaube, das tut jeder. Und ja, ich freue mich einfach, weil meine Augenbraue hat fies gezuckt. Ist einfach die beste Zeit im ganzen Jahr. Weil es wird früher dunkel, deswegen kann man besser Filme gucken, weil da nicht das Licht auf den Fernsehbildschirm so drauf knallt und man dann ständig die Reflexion von der Sonne hat. Man hat einen Weihnachtsbaum, einen Weihnachtskranz, den ich jetzt bei uns morgen raste. Den mache ich jedes Jahr selber. Einfach, weil ich es toll finde, wenn man was Selbstgebasteltes hat, wenn man weiß, wer es gemacht hat und man einfach sagen kann, ich habe es mit Liebe, naja, eigentlich nicht wirklich, aber ich habe es mit Mühe gebastelt für meine Familie. Ja. Ich habe jetzt mein Ziel eigentlich schon erreicht, dieses Video etwas länger zu machen als das letzte. Aber ich möchte einfach noch sagen, ich bin froh, dass mein letztes Video trotz allem, dass ich das geschafft habe. Und an dieser Stelle möchte ich einfach meiner Mom sagen, Mumin, Cookie, Mumin, naja, Mumin bleibt irgendwie hängen, Mau Mau, ich finde es super, dass du mir geholfen hast und ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Was ich auch nicht ohne Hilfe schaffe, ist zu wissen, was euch noch interessiert. Wow, manchmal bin ich echt gut in Überleitungen. Also, stellt mir Fragen, egal was. Ihr könnt mir Fragen auch zu mir stellen, was meine Hobbys sind oder sowas. Weiß drum, ich werde euch jede Frage beantworten, weil es gibt irgendwie keine Frage, die mir zu persönlich ist. Und wenn ihr mir keine Frage stellt, weiß ich nicht, was ihr noch wissen wollt und was euch interessiert. Und deswegen stellt mir gerne Fragen über YouTube, über Facebook, über E-Mail. Telefonnummer geht nicht, sonst verschlagen mich meine Eltern, aber stellt mir Fragen. Für jede Frage, die ihr mir stellt, hilft mir, euch zu helfen, das Thema besser zu verstehen. Also, jetzt sage ich euch noch meine E-Mail, das habe ich nämlich letztes Video nicht geschafft. Das ist die bell.riedmeier@outlook.com. Ihr könnt mir über YouTube schreiben, aber dazu braucht ihr halt einen YouTube-Kanal. Ihr könnt mir gerne ein Abo hinterlassen. Ich würde mich riesig freuen. Ja, oder ihr könnt mich einfach auf Facebook anschreiben. Das ist dann wie hier der YouTube-Kanal, selber Name. Einfach Ella Bella Flur. Ja, und damit hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Nein, wartet, natürlich, wir sehen uns nicht erst nächste Woche. Wir sehen uns schon am Freitag.
Also bis Freitag und ich wünsche euch noch schöne Tage. Schöne Tage. Ist eigentlich nur einer, nämlich Donnerstag, aber egal. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und dann bis Freitag. Tschüss.